Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute versuchen wir endlich mal die Barriere von da nach da zu ziehen und natürlich die ganzen weiteren Probleme im Zoo zu beheben, die jetzt noch anfallen werden, wie beispielsweise, nein, da kümmern wir uns nicht drum, das ist ein Problem der Security. Okay, ich könnte das überall sagen, ne? Gehege ist verdreckt, Problem der Tierwärter. Tier ist krank. Problem der Tierärzte. Ich schiebe die ganze Verantwortung einfach von mir weg und leite die aufs Personal. Dafür bezahle ich die ja auch. Das heißt, wir können uns hier in Ruhe um das Gehege bzw. um die Barriere kümmern. Ich bin noch am Überlegen, ob ich da hinten das auch mache, aber ich vermute, weil das soll, naja, einheitlich aussehen und ich will ja hier das Dschungelfeeling haben, heißt, wir werden das da hinten natürlich dann auch machen, aber wir haben jetzt die vorgefertigten Elemente, sprich, wir werden relativ schnell durch sein sollen, je nachdem, was da noch so kommt, weil die Probleme im Zoo sind ja doch manchmal größer und da muss der Chef sich persönlich drum kümmern. Okay, aber ich vermute mal, also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir diese Fläche hier heute fertig bekommen. Denn, ja, ist ja einfach nur Copy-Paste-mäßig. Ja, was soll ich sagen? Ist halt so. Warte mal, wo ist der Übergang jetzt? Ah, da ist der Übergang. Okay. Pass auf. Und wir können ja richtig, richtig clever sein. Ich werde gleich, warte, erst hier ausrichten. So. So, ich werde gleich das dicke Ding hier hinten dran setzen und dann braucht man nämlich einfach nur Steuerung X, ne, und dann einmal rüberziehen und ja, dann brauchen wir selbst das in der Mitte nicht ausrichten. Clever, ne? Ja, ich weiß. Ich werde es nachher wieder vergessen und dann stehe ich da. So, wir benötigen aber jetzt nichtsdestotrotz einmal, ich wollte gerade sagen, hey, das ist doch ein anderes, aber das hat die Scheibe sich da ein bisschen überschnitten. So, wo ist der Übergang hier? Dort ist der Übergang. Der Übergang, den ziehen wir jetzt hier hin. Oder beziehungsweise eher, so ist schon okay. Noch ein bisschen weiter rein, noch ein bisschen weiter raus. Das war zu viel. Das sieht doch gut aus. So, jetzt klicken wir auf, nein, jetzt klicken wir auf das da. Genau. Und hängen das, ach nö. Ganz einfach, ganz einfach. So, und das gleiche machen wir natürlich mit diesem Element. Na, nicht an den Sprossen. Warte mal, heißen die, was sind denn die Bambussprossen jetzt? Sind das hier diese? Aber das sind doch die Bambusstäbe, ne? Und Bambussprossen sind, glaube ich, die hier, die Blätter, das Blattwerk, oder? Ja, würde ich so sagen. So, Freunde, jetzt werden wir das noch ein bisschen rüberziehen, genau. Und dann kopieren wir uns das jetzt hier am Ende hin. Und setzen das. Ja, warte mal. Aha, aha, aha. So, wie kriege ich denn jetzt die Mitte raus? Nur Pi mal Auge, ne? Ja, sieht mittig aus. Okay. Und was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau. Jetzt wollte ich das hier ausrichten. Das hier. Obwohl. Ich werde das anders machen. Ich mache das doch einzeln. Weil, pass auf, wir können das jetzt schön ausrichten, das hintere Teil, diesen hinteren Seilknoten, ne, können wir hier schön ausrichten, aber den hier nicht. Und das heißt, wir machen das. So, ich ziehe das einfach dahin und dann kopieren wir uns hier einmal alles. So, einmal, warte, die Verbindung. Und die Verbindung ist dann auch viel besser hier. Ne, die können wir punktgenau setzen. Wieso zum Beispiel? So, weiter. Ist es am Regnen? Ja, im Brunnen ist es am Regnen. So, weiter geht. Das heißt, hier hätten wir dann die nächste. Yep. Und weiter. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir mit dem langen Element, mit den langen Elementen, nicht bis dahin, also vielleicht ein bisschen zu weit da hinten hinkommen. Könnte natürlich passieren. Ja, sieht gut aus.
Von der anderen Seite sieht es auch gut aus. Also, ne? Können wir jetzt hier schön weitermachen. Und sagen wir mal so, sollte irgendwo ein Stein fehlen, ein Steinchen, ne? Hier zum Beispiel, dass wir sagen, weißt du, da bräuchten wir aber einen Stein oder beziehungsweise der Bambus, der kommt zu nah oder an den Rand dran, dann, setzen wir da einfach einen Stein hin. So, das werden wir aber nachher begutachten. So. So, Dille. Wie machen wir das jetzt? Sagen wir jetzt hier, gehen wir bis da oben. Nur die Fenster. Die Fenster werden dann weg. Aber waren wir jetzt so clever in der letzten Folge, dass wir das genau mit den Steinen da oben ausgerichtet haben? Bitte sag ja. Bitte sag ja. Ja! Okay. Let's go. Das heißt, ich kopiere mir jetzt... Achso, bis hier, genau. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass die Scheiben... So. Okay, das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Das hier können wir alles wegmachen. Das brauchen wir... Okay. Okay, das brauchen wir doch nicht. Dafür müssen wir das hier ein bisschen einkürzen. Mist. Oder, ich habe gerade die Idee, dass wir das auf jeden Fall bis hier hinten ziehen, brauchen aber dafür einen anderen Bambus. Und zwar, welchen haben wir denn jetzt hier? Bambus dick, bemalt 4 Meter. Also wir brauchen den 2 Meter? Bambus dick, bemalt 2 Meter. So, dann geht das nämlich hier schön rein. Das ist gut. Ja, der Übergang ist gut. Den finde ich okay. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das machen am besten mit... Wie wir das jetzt am besten machen mit dem... Mit der Scheibe. Einwegspiegel. Einwegspiegel. Okay, es gibt da kleinere. So, wenn ich jetzt zum Beispiel das hinsetze... Ist wirklich kleiner. Sagen wir jetzt mal 2 Meter. Ne? Die würde ich dann hier hinsetzen zum Beispiel. Sagen wir, die kommt weg. So. Und dann ziehen wir die... Genau, das machen wir dann... Ja. Okay. Ich verstehe. Ich hätte eventuell, ja. So, ich hätte eventuell hier Winkelausrichtung einschalten müssen. Jetzt gucken wir mal, wie wir das da am besten gemacht bekommen. Aber das sieht schon mal gut aus. Okay. Ich würde sagen, platzieren wir so, ne? Ja. Dann brauchen wir vielleicht nochmal die 2 Meter, aber dann senkrecht. So, da setzen wir dann dünne hin. Okay, 2 Meter ist ein bisschen zu viel. Nee, ist nicht zu viel. Ha! Okay, und jetzt brauchen wir die 1 Meter, glaube ich, ne? Na, ich würde gerne die Scheibe auswählen, wenn das nichts dagegen hat. So, 1 Meter. Das sind 50. Das ist ein bisschen, glaube ich, zu klein. Einmal 2 Meter ist zu groß. Das geht auch unten durch, ja. So, dann machen wir hier.
Genau. Und ja, die nächste Scheibe müssten wir hier hinsetzen. Aber das Gute ist jetzt, können ein bisschen höher, weil da ist ja der dicke Bambus da oben. Und dann haben wir ein bisschen Spielraum. Guck mal. Ich werde das nie wieder genau so hinbekommen. Nie wieder. Nie wieder. Ne. Ich würde gerne, weißt du, diesen einen Bambus hier auswählen. Diesen hier. Den da. Nee. So ähnlich. Nur ein bisschen anders. Eventuell so. Nee. So. Ja. Und jetzt brauche ich noch da oben das Seil. Danke. Ziehen wir jetzt erstmal rüber. Ich weiß, wird zu lang sein, aber keine Panik. Können das nachher austauschen. Die knurren schon, haben die wieder Hunger? Einmal. Wieso ist der denn jetzt rübergezogen? Was hat denn jetzt? Was wird das denn? Gibt es vom Bambus 0,5? Ich hoffe. Das ist halt dicker als Bambus gerade. Krass. So, dann tauschen wir die mal aus. Und zwar brauchen wir jetzt Bambus. Dünn. 1 Meter. Okay. Dünn bemalt. Mhm. Bitte lass das nicht durchgucken. Nö, sieht gut aus. Warte mal, den brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Das brauchen wir auch nicht, weil da setze ich dann die kleineren hin. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ja. Oh, der geht, glaube ich, genau in den Balken rein. Sehr schön. So, dann brauchen wir hier wieder ein Meter. Dünn bemalt 1 Meter. Aha. Dann kommt das weg. Und setzen wir hier rein. Den können wir lassen, ne? Ja, der dürfte nicht stören. Okay. Jetzt können wir diese beiden... Also auf der anderen Seite werde ich das garantiert wieder nicht so hinbekommen. Mit Sicherheit nicht. Okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, bis hier. Das ist gut, weil vielleicht können wir hier nochmal ein schmaleres hinsetzen. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Wir haben ja normalerweise immer die dicken Bambusse hier zwischen, ne? Weißt du, für die Übergänge. Aber sollen wir nicht die dünnen nehmen? Dann sieht das aus wie so ein, aus einem Guss. Können wir eigentlich machen, ne? Ja, würde ich sagen. Mach mal, pass auf. Bambus. Bambus, ja. Bambus, ne. Welchen Bambus haben wir denn hier? Achso, den indischen Holzbambus. Okay. Indisch, aber Streifen haben wir, ne? Gibt's nur 4 Meter? Gibt nur 4 Meter, okay. Dann ziehen wir die ein bisschen rüber. Dann haben wir nämlich hier Platz für die 4 Meter. Hä? Ganz schön clever. So, dann kopieren wir uns jetzt den schmalen, den hier. Ne? 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 Nein? Ach, es wäre so schön. Ja. Nee, ist ja Einwegspiegel. Ja, machen wir anders jetzt so. Hau weg. Machen wir erstmal wieder rückgängig. Kopiere mir die einmal rüber. Entferne das jetzt nochmal. Genau.
trenne das jetzt gleich von der Gruppe. So, und jetzt können wir hier schön verbinden, wenn ich überhaupt noch weiß, wo das war. Ist ja noch die andere Sache, ne? Vielleicht habe ich auch so präzise gearbeitet, dass... sehr unwahrscheinlich. So, ich setze das jetzt erstmal hier hin. Können wir gucken. Also es muss ja hier eigentlich ein Übergang sein. Ah, da. Ich würde gerne verschieben. Danke. So, einmal. Nächste geht bis... Warte. Bis hier. Ist markiert. Bis da ungefähr war das irgendwo. Ich glaube hier, ne? Gucken. Ja. Nächste ist dann... Nächste ist dann bis... Ich vermute mal bis hier irgendwo. Ja. Siehste, da muss ich ungefähr hin. So. Dann gehen wir jetzt weiter. Hier müsste jetzt eine nächste. Knapp, ganz knapp, aber ich lag schon fast richtig. Alter, ich bin so nah dran und sehe den Übergang. Da ist er. Übergang nicht. Weiter. Ich habe da mal eine Frage. Warum steht hier ein Bambus rum? Warum steht der hier rum? Achso, den habe ich mir rauskopiert, glaube ich, ne? Nee. Dann hätte ich ihn ja weiter hier hingezogen. Warum hatte ich den denn... Macht ja gar keinen Sinn. Hier für die Ecken ist das... Ist das okay. Ne, das wird die Dicken nehmen. Weil anders kriegen wir das nicht retuschiert. Aber auf den langen Geraden würde ich dann halt tatsächlich die Dünnen nehmen. Boah, wenn die hier läuft, ist das so geil. Hier, das rechts, das Schloss bzw. königliche Anwesen und auf der linken Seite dann den Urwald. Hm. Im Dunkeln sieht das bestimmt toll aus. Dann läufst du hier entlang und guckst dann so den Tieren zu. Wird gut. Ich bin davon überzeugt. Was war jetzt hier? Afrika-Großgehege, gefährliche Kämpfe wegen Rappenantilope. Und Rappenantilope. Okay, die Rappenantilope macht gerade richtig Palaver. Die macht richtig Stress. Die ist auf Krawall gebürstet. Da gucken wir mal ganz kurz nach. Oh, guck mal hier, die zerstört sogar Infotafel und Mülleimer. Und die Rappenantilope... Was haben wir denn da? Okay, also du hast schon mal nichts zu sagen. Seid ihr Einzelgänger? Aber das wäre Schwachsinn. 1:2 bestimmt, ne? 1:10, ja. Breitmaulnashorn. Breitmaulnashorn? Afrika. Es gab da noch ein anderes Nashorn, ne? Panzernashorn. Ah, ja, ja, genau. Das war in Asien, soweit ich mich erinnere. Ja. Jetzt habe ich schon mal vergessen. Ich meine, 1:2 war das. Oder 2:2? Lassen wir dich frei. So, Problem gelöst. Achso, wir haben schon wieder... Guck mal hier, Cityman, Hallöchen. Termitus, Hallöchen. Und Marco Island, Hallöchen. Hoi. Heyo. Ah, ich bin echt froh, dass ich das hier geschafft habe, ne? Und beim nächsten Mal werde ich mir dann so angucken und denke, wie habe ich das jetzt angestellt? Ja, den hätten wir, guck mal, den hätten wir gar nicht hier hinziehen können, weil der halt zu tief, ne, der wäre bis hier und dann wäre der hier, ne, wäre nicht gegangen. Schade eigentlich. Wir müssen halt so hier ein bisschen engmaschiger das machen.
Ich würde hier oben auch tatsächlich nichts hinsetzen. Also hier oben würde ich... Nee, würde ich... Also hier kein Bambus hin. War ich jetzt gerade am Überlegen, aber Bambus werden wir hier nicht machen. Boah, das sieht schon toll aus. Und das Gehege ist riesig. Oder die Geheges. Ne, die sind wirklich riesig. Ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich glaube, wir sitzen dann noch ein bisschen dran. Aber das Endresultat wird schon super toll aussehen. Da bin ich sehr, sehr von überzeugt. Wie der ganze Themenbereich, der gefällt mir echt gut bis jetzt. Auch der australische natürlich. Ja, hier ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Hier und da noch ein bisschen, aber das Gehege zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Hier können wir noch mal eigentlich ein bisschen überarbeiten, aber das kommt noch alles. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Winter oder so dann machen. Ach ja, und die auf der Insel, die müssen wir natürlich auch noch machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.